Ja, es war vor jetzt über 20 Jahren, da stand hier das Gelände vom Oberrotenstein zum Verkauf und es sah noch wirklich ganz, ganz anders aus. Es waren viel höhere Bäume da, es war recht verwahrlost das Ganze und ja, die Stadt Rottweil wollte das Gelände verkaufen. Am Anfang war mein Impuls, dass es ein wirklich schönes historisches Haus ist mit großer Geschichte und dass es für mein Atelier richtig ist. Ich habe den Skulpturengarten noch gar nicht so auf dem Plan gehabt, aber so peu à peu und Jahr um Jahr kam ein und die andere Glasskulptur dann dazu, bis wir eben jetzt nach 23 Jahren praktisch ein richtig zusammenhängendes Ensemble zeigen können. Dass sich um Skulpturen handelt, mache ich immer Modelle dazu. Die Modelle sollten natürlich, weil es Glaskunstobjekte sind, aus natürlich transparentem Material sein, dass man die Transluzenz und Opakizität abschätzen kann. Sie sind gerne willkommen hier auf dem Skulpturengarten Oberrotenstein. Er ist öffentlich begehbar, frei begehbar und wir sind mitten im Naturschutz- und Vogelschutzgebiet. Genießen Sie die Kunst hier.